Und das ist hier das vorderste A21? Die Tür ist verschlossen. Können wir gucken? Das Schild an der Tür zeigt die Nummer 21. Hier kann ich nämlich reingehen. Vielleicht ist es nicht das richtige Zimmer, aber es ist der richtige Schlüssel. Und dann kann ich nämlich mit einer kleinen waghalsigen Aktion. Gibt's hier irgendwas? Glaube zwar nicht, weil das ist ja nicht sein Zimmer. Ist der eigentlich leer? Außer einem schwachen Geruch nach Kampfer ist der Schrank leer. Na, kann ich hier. Doch, hier kann ich noch was machen, aber sonst gibt's hier nichts zu tun. Aber hier gibt's auch, glaube ich, auch nichts. Der Nachttisch ist leer, riecht aber nach Zwiebeln. Kein Witz, wirklich wahr. Nach Zwiebeln? Okay. So, man kann nämlich jetzt hier das Fenster aufmachen. Und ein bisschen waghalsig. Ganz langsam. In Morlans, oder besser gesagt Kahns Zimmer reingehen. Und wir hoffen, dass er nicht da ist. Nee, ist er nicht. Haben wir Glück. So, und jetzt können wir hier ein bisschen schnüffeln. Der Mörder ist zu schlau, belastendes Beweismaterial neben seinem Bett liegen zu lassen. Das ist schon mal nicht für eine Folge gekonnt. Hier ist noch was. Das Bett ist frisch gemacht und die straffen weißen Laken verraten mir nichts über die Gewohnheiten des Killers. Diesen abgeschabten Lederkoffer habe ich bei Plantard gesehen, kurz bevor er starb. Fantastico. Ich durchsuche das Innere des Koffers, aber es ist genau wie ich befürchtet hatte. Er ist leer. Ja. Hat mir jetzt nicht viel gebracht. Hast du noch irgendwas? Noch ein Kissen? Ja. Irgendwas übersehen noch? Nö. Das Bett ist frisch gemacht. Telefon bringt mir auch nichts. Das kann ich eins ist noch im Schrank gucken. Und da ist wenigstens was. Der Hose. Nö. Hast du den Schrank offen? Warum komm ich hier in die Hose? Der Schrank ist ein solides, beeindruckendes, antikes Möbelstück. Der Schrank ist ein solides... Ja. Ja. Mann, du sollst den Schrank nicht zumachen, das... Der will doch nicht ran. Hä, hey, bist du doof oder so? Der Schrank ist ein solides... Kombinieren. Es ist Kahn. Oha. Ich habe so ein Gefühl in der Magengegend, bei dem ich normalerweise mit Volldampf die Toilette aufsuchen würde. Genau. Nach draußen hätte es jetzt nicht mehr geschafft. Und der hat natürlich einen Schrank. Schon klar. Als Kahn den Schrank öffnete, weiß ich genau, ich bin tot. Aber er nimmt seine Hose so schnell raus, dass er mich nicht mal sieht. Normalerweise beobachte ich keine Männer beim Umziehen. Aber dieser Kerl ist ein Mörder und ich will keine Überraschungen erleben. Er hat seine karierte Hose auf dem Bett liegen lassen. Na, verpiss dich wieder, ey. So, eine neue Nachricht. Das war verdammt knapp. Ich habe Kahns Hotelzimmer durchsucht, als er plötzlich reinkam. Ich habe mich in seinem Schrank versteckt. Mein Herz hat so laut gepocht, dass ich dachte, er müsse es hören. So, jetzt können wir nämlich die Rose hier umsuchen.
Was hat der, wie kann man so einen Scheiß tragen hier? Ohne Scheiß. So, hier ist ein bisschen... Ich habe dieses bestimmte Gefühl, das du nur bekommst, wenn du noch warme Hosen durchsuchst. Die Tasche ist leer. Okay, hier ist schon mal nix. In der Tasche ist nichts. Auch nicht. Umdrehen? Ich drehe die Hose auf links. Ah, da haben wir was. Ich finde eine normale Streichholzschachtel. Keine Streichhölzer, keine Hinweise. Doch als ich sie aus der Tasche nehme, ziehe ich einen starken Faden mit raus. Ein Faden mit einem Metallanhänger am Ende. Oh, eine Geheimtasche. Ich finde nichts in der Tasche. Ich ziehe an dem Metallanhänger und der Faden kommt aus der Hose. Fast so, als zöge man an einer Reißleine. Mhm. Was hat das jetzt gebracht? Ich glaube, man muss wohl umdrehen. Ich kremple die Hose wieder um. Jetzt hat nämlich hier ein kleines Geheimfach, seht ihr das? Geöffnet. Ich durchsuche die Tasche vorsichtig und finde einen Ausweis. Dort steht Thomas Mörlin, Gröber Elektronik. Das sonst ist, glaube ich, nichts. In der Tasche. Nö. Das war's, glaube ich. Die Tasche ist. Genau, das waren die zwei Sachen, die er da. Er hat seine Hosen auf dem Bett liegen lassen. Ich fand ein Streichholzbriefchen mit der Aufschrift Club Alamut und einen gefälschten Elektrikerausweis. Das Streichholzbriefchen ist mit einem bunten, wirbelnden Muster und den Worten Club Alamut verziert. Die Club Karte, Alamut. Die ich im Hotelzimmer gefunden habe, Thomas Mörlin Gröber Electronic steht drauf. Okay, gibt es hier jetzt Elektriker aus? So, jetzt müssen wir nochmal runter. Jetzt muss ich glaube ich nochmal mit denen reden und den Elektrikerausweis zeigen. Monsieur? Sagt Ihnen dieses Streichholzbriefchen etwas? Non, Monsieur. Jetzt drüber. Sagt Ihnen dieser Pass etwas? Der gehört Monsieur Morlin. Genau, Morlin der Mörder. Ich möchte mir ansehen, was er im Safe hinterlegt hat. Unmöglich. Ich kann sein Vertrauen nicht missbrauchen. Egal, was er getan haben mag. Sie begehen einen großen Fehler. Vielleicht. Ich kann damit leben. Ein Mörder? Sind Sie sicher? Absolut. So. Jetzt brauchen wir nämlich wieder die Hilfe von Lady Piermont und ihrer englischen Arroganz. Hi, Ma'am. Um an den Inhalt des Safes zu kommen. Hi, George. Was kann ich denn wohl für Sie tun? Diesen Pass habe ich in Morlins Zimmer gefunden. Aha. Der kleine Bastard gibt sich also als Elektriker aus. Ja? Dieser Typ hat wahrscheinlich 1000 Gesichter. Aber wie komme ich jetzt? Normalerweise hilft die doch hin. Oh, wie muss ich jetzt wohl machen? Was jetzt, Monsieur? Was ist das Ding? Kennen Sie diesen Schlüssel? Er ist Eigentum des Hotel Ubu. Korrekt. Darf ich fragen, wie er seinen Weg von dem kleinen Haken in Ihre Tasche gefunden hat? Würden Sie glauben, dass ein Poltergeist ihn da reingesteckt hat? Non, Monsieur. Dieses Hotel wird regelmäßig von einem Exorzisten behandelt. Wenn es hier ein Gespenst geben würde, hätte Vater Fécon es unter Garantie rausgebetet. Ich nehme an, Sie möchten den Schlüssel zurückhaben. Nicht unbedingt. Das Zimmer ist frei. Da Sie diese kleine Untersuchung offensichtlich unbedingt durchführen möchten, werde ich Sie nicht davon abhalten. Mann, ich höre... Habe ich Ihnen schon diesen Pass gezeigt? Oui, Monsieur. Ich will in dem verdammten Safe. Ich brauchte Ihre Hilfe. Aber warum stand denn nichts? Hi, Ma'am. Hallo, George. Was kann ich denn wohl für Sie tun? Ich will da rein. Ich zeigte dem Empfangschef den Pass in der Hoffnung, dass jetzt. Er mir Morlins Papiere aushändigen würde. Aber er ging nicht darauf ein. Er hatte zu viel Angst. Dem werde ich einen echten Grund zur Angst geben.
Folgen Sie mir, George. Hoho. Jetzt sehen wir. Haben Sie ein Päckchen von Morlan in den Safe gelegt? Ja, Madame. Und hat Ihnen mein Freund hier Morlans Pass gezeigt? Oh ja, das hat er. Aber... Also, wo liegt dann das Problem? Er ist nicht Morlan. Das ist eine völlig unwichtige Nebensächlichkeit. Geben Sie ihm das Päckchen. Aber das ist gegen das Gesetz. Ich bin zufälligerweise Friedensrichterin, Sie dummer Junge. Ich bin das Gesetz. Falls er irgendetwas versucht, erschießen Sie ihn, George. Mit Vergnügen, Lady Pierrement. Einen Augenblick, bitte. Jetzt aber nicht gleich so. So viel Spaß hatte ich seit Greenham kommen nicht mehr. Ich weiß nicht, was ich ohne Sie gemacht hätte, Lady Pierrement. Voilà, Monsieur, le manuscrit du Monsieur Morlan. Danke. Wie wunderbar. Eine angloamerikanische Allianz, die tatsächlich funktioniert hat. Der Empfangschef hat mir ein fest zusammengerolltes Pergament gegeben. Ich beschließe, es erst aufzurollen, wenn ich sicher zurück in Nikos Wohnung bin. Ja. Lady Pierrement ist fantastisch. Also wenn ich ein paar hundert Jahre jünger wäre, naja, nachdem sie geholfen hat, deinen Zimmerschlüssel zu bekommen, hat sie sein Hotelsafe für mich geknackt. Dort war ein uraltes Manuskript verstaut. Dafür wurde Plantar also getötet. Aber warum? Jetzt kann ich euch nämlich mal was zeigen. Die alte Handschrift, die Khan von Plantar gestohlen hat. Jetzt könnten wir. Ja, wer es nicht kennt, wird jetzt rausgehen zu Nico. Aber wir tun jetzt mal speichern. Pass mal auf jetzt. Weil ich euch nämlich was zeigen will. Mal gucken, jetzt spürt er. Denn wenn ich jetzt einfach so rausgehe, dann könnt ihr ja mal gucken, was denn passiert. Mit dem Manuskript kann ich das Hotel nicht verlassen. Vielleicht ist es das, wonach diese Schläger suchen. Mit dem Manuskript kann ich das Hotel nicht verlassen. Vielleicht ist es das, wonach die... Mit dem Manuskript... Vielleicht... Ach, guck an. Mit vielleicht... Man darf ja nicht raus. Denn normalerweise... geht man mit diesem Paket raus. Diese zwei Typen untersuchen dich dann. Und dann, töten sie dich. Dann schmeißen sie sich in einen Bach runter. Tun sie sich einwickeln in einen Sack mit Steinen und so. Und dann tun sie sich ertränken. Wenn sie das nämlich bei dir finden. Aber beim Director's Cut haben sie das anscheinend rausgenommen. Also eigentlich nur ein bisschen einfacher gemacht. Denn du musst nämlich dich herausstellen, dieses Paket hier unterschmeißen. Ich weiß, dass man alte Handschriften so nicht behandelt. Aber ich kann doch nicht zulassen, dass sie den Schlägertypen da draußen in die Hände fällt. Das finde ich ein bisschen schade, dass das rausgenommen haben. Da hätte ich euch ja nochmal gezeigt, wie du hier sterben kannst. Naja, schade, aber naja, was soll's. So, jetzt können wir hier nämlich hier wieder nach draußen gehen und wir werden sehen, dass sie uns untersuchen werden. Einen Augenblick, Monsieur. Was haben Sie für ein Problem? Kein Problem, wenn Sie kooperieren. Was wollen Sie? Nur eine Sicherheitsüberprüfung, reine Routine. Nichts, was Sie beunruhigen müsste. Oh, na gut. Durchsuch ihn, Flap. Darauf kannst du dich verlassen. Hey, lass das! Finger weg, du Riesenaffe! Nichts, Guido. Nada. Bitte entschuldigen Sie die Störung, Monsieur. Wie bitte? Ich sollte euch bei der Polizei melden. In dieser Gegend sind wir die Polizei. Soll ich ihm die Arme brechen? Oh. Lass ihn los, Flap. Arme brechen, Junge. Du Riesenaffe, da mach ich dir. So, jetzt können wir nämlich hier hin und ganz in Ruhe die Schriftrolle aufheben. Falls Flap und Guido ab zu hinter der Handschrift her Nico sind, gehen. Werden sie eine herbe Enttäuschung erleben. Tja, Flap und Guido, da war ich so schlau. Ich kann es kaum erwarten, in Nikos Wohnung zurückzukehren und einen näheren Blick darauf zu werfen.